Auf der Suche nach Liebe unter Zeitdruck. Das ist ein Speed-Dating im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Thais ist Beziehungscoach für Männer. Sie erzählt, dass wegen des Krieges viele Beziehungen zerbrochen sind und dass es komplizierter geworden ist, neue aufzubauen. Viele Männer sagen mir, dass es schwer ist, eine Freundin zu finden, weil so viele weggezogen sind, ins Ausland oder in andere Landesteile. Auf der anderen Seite ist das Bedürfnis nach stabilen Beziehungen gestiegen, das Bedürfnis nach Nähe, Unterstützung und Vertrauen. Das Speed-Dating ist vor allem bei Soldaten sehr beliebt. Alina hat sich schon daran gewöhnt, auf Männer zu treffen, die Bindungsängste haben. Und sie kennt viele, die befürchten, dass sie von Rekrutierern der Armee zum Wehrdienst gezwungen werden und dann an die Front müssen. Ich habe von Männern gehört, die sich nicht aus dem Haus trauen, auch nicht zum Essen. Mit denen kannst du nirgendwo hingehen. Alina ist alleinerziehende Mutter. Sie hat kein Problem damit, sich mit Soldaten zu treffen, selbst wenn diese schwer verwundet wurden. Dabei gibt es für sie allerdings auch Grenzen. Eine körperliche Behinderung finde ich nicht schlimm. Aber wenn einer psychische Probleme hat, dann ist das nichts für mich. Das geht gar nicht. Denn falls es zu Aggressionen kommen sollte, würden diese sich ja auch gegen mein Kind richten. Ich glaube, das bereitet gerade vielen Frauen Sorge. Serhii wurde vergangenes Jahr in der Südukraine schwer verwundet. Ich kenne eine Menge Leute mit psychischen Problemen, etwa wegen Amputationen. Sie glauben, dass das Leben nicht mehr so sein wird wie früher. Serhii ist zuversichtlich, dass er eine Partnerin finden wird. Wenn ich einer Frau begegne, sieht sie ja, wie ich gehe, wie ich mich bewege. Da gibt es praktisch nichts, was ich nicht kann. Ich liebe das Leben und ich bin sehr aktiv. Ich will meine Energie weitergeben, jemanden lieben. Dafür ist jetzt die richtige Zeit. Im Speed-Dating-Café hat es heute vielleicht schon geklappt mit dem Kennenlernen. Beziehungscoach Thais meint, dass es manchen reicht, hierher zu kommen. Es kommen viele Soldaten her, denen es schwerfällt, sich zu öffnen. Wenn sie hier sind, merken sie oft, dass es doch geht. Das tröstet sie, auch wenn sie nicht gleich jemanden kennenlernen. Das kann eine Art Ventil für sie sein. Und auch ein Funken Hoffnung in dieser ungewissen Zeit, doch den Blick in die Zukunft wagen zu können.